Tachchen, herzlich willkommen und herzlich willkommen. So, wir starten heute. Du und dein Gegenüber, das ist ja immer das Wunschfundament von vielen. Meister Aufklickzahlen. Aufklickzahlen, auch schön. Will jemand eine Buchung als Deutschlehrerin? Aufrufzahlen, Klickzahlen. Wir gucken mal bei dir. Eine Karte, zweite Karte. Dann gucken wir, um was es geht. Ich kriege meine Karten hier nicht raus aus dem Ständer. Was haben wir bei dir? Oh nee. Zu viel. Sorry. Da hat jemand, oder du, vielleicht waren das alles deine Fragen, die du wissen möchtest. Wir gucken, eine Karte, na, und die zweite. Oh, bei dir ist erstmal eine Sache, die beendet wurde. Vielleicht hoffst du, dass es einen Neuanfang gibt. Müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen, aber ich will euch hier auch nicht reinholen. Verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Hier ist irgendwas zwischen zwei Menschen zu Ende oder du aus einer Familie oder hast hier beschlossen, nein, so geht's nicht weiter. Oder hast auch erkannt, dieses Ende ist gar nicht so schlecht, weil so wie bisher hast du dich auch nicht mehr wohlgefühlt. Ja? Der Todesfall ist immer eine abgeschlossene Sache und natürlich fängt danach etwas an. I can't do this right now. Ich kann das momentan nicht, ja? Du hast hier eine Emotion in dir, du weißt vielleicht auch nicht, was das Richtige ist, was das Richtige wäre, aber momentan siehst du dich hier nicht in der Erfüllung zu sagen, oh, läuft gerade prächtig, warten wir mal ab. Du kannst hier nicht so weitermachen, wie es war oder wie bisher. Bei deinem Gegenüber liegt das Liebesglück, also die Bindung zu dir, war oder ist da. Und man ist hier erschrocken, was man verloren hat. So. Schon fast wie, ich bin hier wach geworden, ja? Ich habe realisieren können. Ist beängstigend, dieses Gefühl, dass man hier etwas sehr stark wahrnimmt. Vielleicht auch, weil du dich energetisch hier komplett zurückgezogen hast oder etwas gerade sehr stabil durchziehst, ja, für dich kommt hier irgendwas nicht in Frage oder du bist selber auch geschockt über diesen Ausgang, über diese Sachen, die passiert sind zwischen euch, aber jetzt merkt man so langsam, hier setzt was ein, dass man es registriert, ja, auch wenn man es selbst verursacht hat. Fast so nach dem Motto, ich bin geschockt oder ich habe jetzt damit zu tun, was ich gehen lassen habe, ja. Das Liebesglück, das Glück zwischen uns generell, nicht alle sind liebesmäßig verbunden, sondern haben vielleicht auch eine Freundschaft hier zu liegen oder einen Chef oder eine Kündigung oder wie auch immer. Man merkt, das, was du mit reingebracht hast, war einfach auch ein Glück, ja. Und auf der anderen Seite ist man jetzt wirklich in dieser Situation zu erkennen, mein Gott, ja. Ist oftmals bei Personen, wo es schon längerer Prozess ist, wo ein bisschen mehr Zeit zwischenliegt, weil man ja irgendwann erst den Punkt erreicht, zu realisieren. Bei dir gilt der erste Impuls. Deswegen sagst du wahrscheinlich auch hier, du kannst gerade momentan nicht das Richtige tun, weil es vielleicht auch nichts Richtiges gibt, was ist das Richtige, ja? Es sind so viele Sachen hier vorgefallen, wo du nach deinem ersten Impuls gehst und das schon fast akzeptierst. Wir haben hier hat man abgewartet, das könnte wirklich die Engelbotschaft sein, hier liegt eine Zeit zwischen euch und schaffe Klarheit, das kommt jetzt natürlich hier rein, ja? I'm afraid to lose you. Die Klarheit, die Realisierung kommt jetzt hier gerade rein. Tja, sind wir mal gespannt. Ich nehme mal die Karten. Was kannst du nicht machen, beziehungsweise was ist vorgefallen? Was könnte man hier nicht mehr
Regeln. Für mich liegst du hier ganz klar, du lässt dich hier überhaupt nicht beirren, ja? Der Neuanfang, also der Nah. Dir blieb gar nichts anderes übrig, als einen neuen Weg zu bestreiten und neu anzufangen. Entweder hat man dich gezwungen. Natürlich gibt es hier noch Zurückwürfe, wo du dran denkst, wo du zurückguckst, wo du dir sagst, so Mensch, wie wäre es geworden, wenn? Aber hier ist dein Weg, ja? Du musstest ihn gehen, du wusstest aber auch nicht, was auf dich zukommt. Hier ist dein neuer Weg. Weißt vielleicht auch gar nicht, was passiert, welche Vorbereitungen hier nötig sind. Vielleicht lässt du dich auch einfach nur darauf ein, weil es dazu gekommen ist, ja? Könnte sich ein bisschen komisch anfühlen, alles ungewohnt, keine Gewohnheit drin, wie auch immer. Manchmal blickst du zurück, wie wäre es geworden, wenn? Aber du hast hier für dich genug Kelche, die hier vorstehen, die du benutzen kannst. Das, was du für dich hier siehst, warum es in diesem Zustand kein Zurück gibt, ist, du hast dich in der Energie schon gefunden, alleine hier vorwärts zu kommen, ja, diesen Prozess anzunehmen. Vielleicht sagst du dir auch sehr oft, wer weiß, für was das gut war, wer weiß, für was das gut ist. Du kannst dich hier eventuell sogar endlich mal neu entfalten und deine Richtung suchen. Vielleicht bist du hier immer komplett irgendwo reingerudert und hattest gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, was du leben möchtest, weil du hier automatisch irgendwo drin warst, da du ja die Bindung oder die Verbindung halten wolltest, ja? Gehen wir mal in dein Herz. Geräusche sind keine Geister, ist Cassie mal wieder. Sonst steht sie ja wieder heulend vor der Tür. Ah ja. Was haben wir noch im Herzen? Wir haben... Oh ja. Dein Wunsch ist es, aus diesem Neuen wachsen zu dürfen. Vielleicht wächst du auch jeden Tag mehr, ja? Das mit dem Gehängten ist so die Ansage, du weißt wirklich nicht, was richtig wäre. Aber eines weißt du, und das lässt du dir nicht nehmen, das ist das Handeln. Also wenn du nicht handelst, dann kannst du dich ja gleich unter das Bett packen. Wichtig ist für dich, du machst, ja? Du läufst, du tust, du hältst durch. Und das ist auch ein schöner Wachstum, den man hier sehen kann. Trotz dieser Geschichte hier oben, ja, du weißt noch nicht richtig vom Gefühl her, wo du landest, aber wichtig ist dir, auf keinen Fall gibst du hier nochmal nach oder auf, weil du sehr stark hier reingezogen wirst. Ich kann doch auch selbst machen. Ich brauche dafür niemanden, der mir mein Leben abnimmt. So eine richtig schöne Selbsterkenntnis im Wachsen von Page der Münzen auf Königin der Münzen. Auch wenn du als Mann einschaltest, ja, das sind wirklich sehr weiche Energien. Hier ist kaum noch irgendwie Wut zu spüren, sondern dein Talent, ich mach was draus, ja. Ich muss nur vielleicht ein bisschen Geduld haben. Aber das wird schon. Dein Vertrauen zu dir selbst steht hier ganz klar an oberster Stelle. Durch dieses, ja. Egal, was von der anderen Seite kommt, es würde nicht so schnell die Energie hier umswitchen, weil du weißt, hier sind Sachen vorgefallen, die dich nicht in Sicherheit wiegen lassen, ja? Immer wieder gab es wahrscheinlich diesen Zustand, wo geht's lang? Wir sind zwar zusammen, aber irgendwie fühlst du dich hängen gelassen oder unsicher, ja? Wie bestellt und nicht abgeholt oftmals. Trotzdem, deine Erdung ist ja am wichtigsten, ja? Man sieht hier einfach deine Bodenhaftung wieder reinkommen. Oder du bist wirklich mittendrin, ja? Die Tendenz von dir... Einmal Page der Schwerter. Du kriegst ein neues Denkmuster. Du lässt dich auf die alten Sachen hier nicht mehr ein mit 5 der Stäbe. Du erneuerst hier dein Denken, mentales, ja? Du hast hier sogar zwischen euch etwas gelernt. Neues Denkmuster, neue Verhaltensstrategien. Du wehrst dich gegen alles Alte, was hier zwischen euch war. Du hast hier eine Erkenntnis gefunden. Eine Erkenntnis, nicht mehr so zu denken oder für jemanden mitzudenken, da wehrst du dich komplett gegen, ja?
als ob du hier für die Tendenz oder für die Zukunft gemerkt hast, es ist nicht wichtig, dass du für den anderen hier mitdenkst, sondern es ist wichtig, dass du hier neue Erkenntnisse reinbekommst. Alles, was dein Gegenüber hier betrifft, da wehrst du dich schon fast, ja, gegen diesen mentalen Grütz. Der stört dich einfach nur am Vorwärtskommen. Du richtest hier neue Denkweisen auf, hast vielleicht auch irgendwas verändert, irgendwas anderes gesehen oder eingesehen. Alte Denkmuster abgelöst. Bei dir sind alte Muster abgelöst. Du fährst hier mit dem Narren wirklich eine ganz neue Richtung. I'm afraid to lose you. Dieses Abwarten und schaffe Klarheit mit diesem Liebesglück von deinem Gegenüber. Hier könnte man fast selbst sagen, ich habe mich selbst manipuliert, ja? Ich habe gehofft oder habe dich für gewisse Prozesse gebraucht. Ohne deine könnte auch die Münzenergie sein, weil du vielleicht wirklich ein sehr geerdeter Mensch bist. Deine Energie brauchte ich, ja? Damit ich überhaupt etwas erschaffen kann. Und das wird man auch merken in diesem Abwarten. Jetzt, wo der Zeitabstand immer weiter auseinandergeht, merkt man, was man an dir hatte. Man brauchte dich, um zu funktionieren. Vielleicht waren das auch die Sachen, die du schon vorher gewusst hast, die du vielleicht auch gesagt hast, aber man ist auf dieser Seite natürlich erstmal, man muss es ja selbst erstmal fühlen, ja? Ist es überhaupt richtig, was du mir erzählst, so nach dem Motto? Und man klingt sich hier ein und sagt, ja, ich brauchte definitiv von dir Anteile und Energien, damit ich hier bestehen kann. Vielleicht habe ich mir oft auch selbst was vorgemacht, dass ich gewisse Sachen schaffe, die du aber einfach nur bedienen konntest, ja? Und das merkt man hier. Ja, das gibt man auch zu, ja? Hier kommt die Klarheit. Das merkt man, das ist man sich bewusst. Man hat die Aufklärung erkannt, deine Stärke fehlt. Und ich denke ganz stark in der Münzenergie, ja, die Erdung. Das fehlt. Du hast mich immer geerdet. Du hast diesen Menschen mehr geerdet, als ihr zusammen wart, als dich selbst. Ja, du hast diesen Menschen stark stabil gemacht, dich verloren. Und jetzt kommt das alles wieder zurück. Du wächst wieder an Königin der Münzen. Und seitdem du nicht mehr in diesem Feld bist oder eine Rolle spielst, die sehr menschenbezogen ist, merkt man, oh Gott, ja, ich verliere. All das, was du mir gegeben hast, konnte man sich hier ersparen, sich selbst anzueignen. Und man merkt, da wo man aber ist, verliert man den Boden unter den Füßen, ja. Wir haben hier eine Stärke. Mit dir konnte man stark sein, ja, mit dir konnte man, Erde ist auch eine sehr starke Energie, ja. Du hast diesen Menschen gepusht, auch wenn dieser Mensch das oftmals nicht wollte, hier ist eine Erkenntnis, du hast diesen Menschen gepusht. Das sieht man ein, das wird einem bewusst, man merkt deinen Verlust. Ja, also hier geht's wirklich Rappelkiste voll. Ich habe erkannt, ja. Ich habe erkannt, was ich hier getreten habe. Man, so sind wir ja auch schon reingestartet. Ich habe erkannt, was ich hier getreten habe. Ich habe erkannt, was ich kaputt gemacht habe. Die Liebe zwischen uns habe ich zerstört, ja. Oder zum Zerstören gebracht, immer mehr. Wir haben hier eine Zwillingsenergie drin und den Löwen, falls ihr das braucht. Die Erkenntnis kommt. Mit einer riesigen Stabchance, mit einer Stabenergie, wo man dir sagt, ich weiß, ich habe mich gegen das Gefühl gewehrt. Körperliche Anziehung kann gut gewesen sein, eine Zusammengehörigkeit bei Familien oder Freundschaften. Man hat sich dagegen gewehrt, ja. Vielleicht konnte man das selbst in Phasen nicht mal ertragen, dass du so einen großen Einfluss auf diese Person hattest, dass man sich hier wirklich sehr stark gewehrt hat, sehr unzufrieden war zu diesem Zeitpunkt, weil es ja nichts gab, wogegen man sich wehren musste, ja, weil die Dinger, die leuchten ja nicht mal, die brennen ja nicht mal. Man hat hier aus einer Mücke oftmals geschafft, einen Elefanten zu machen oder ganz komische Unarten an sich gehabt.
Streitereien oder Kriege entfacht, meine ich, die überhaupt nicht hätten sein müssen, ja. Und das liegt im Kopf, die Einsicht, das liegt im Herz, die Einsicht, ja. Ich habe mich gegen dich entschieden. Warum denn? Oftmals fehlt euch ja die Antwort, wenn ihr merkt, so vom Impuls her könnte schon sein, dann hilft euch das vielleicht weiter. Warum denn? Ja, ich war kraftlos, ja. Ich habe hier zu viele Sachen in meinem Kopf gehabt. Hier konnte man sich gar nicht auf euer Problem irgendwie konzentrieren. Hier sind andere Sachen mit reingeflossen, wo man sich überhaupt nicht mehr auf euer Problem, auf euer Ziel einlassen konnte. Hier waren zu viele Wunden, zu viele Wundpunkte. Wenn man sie angesprochen hatte, war es falsch. Es war auch falsch, diese nicht anzugehen. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo ihr zusammen wart, hatte dein Gegenüber hier wirklich mächtig mit Sachen zu tun, die einen hier verletzt haben. Wunde Punkte, vielleicht auch alte Situationen, alte Bereiche, die man hier versucht hat zu heilen. Und du bist natürlich zur rechten Zeit in die Heilung gekommen. Mit dir konnte man sich ablenken, konnte dich wahrscheinlich auch sehr lieben oder hat es gemocht, mit dir die Zeit zu verbringen. Dennoch hat es irgendwo auch abgelenkt, dass sich dein Gegenüber hier wirklich damit beschäftigen konnte, ja? Mit der Prüfung. Man weiß, dass du nicht umsonst geschickt wurdest, ja? Man weiß, dass du zu dieser Zeit nicht umsonst geschickt wurdest. Also hier liegt ein einsichtiger Mensch, der in die Einsicht kommt, zumindest auch Reue zeigt, ja? Oder auch so ein gewisses Schamgefühl merkt, du bist eigentlich meine Lösung gewesen, ja? Und dafür danke ich dir oder irgendwie so. Du bist zu dieser Zeit nicht einfach so umsonst gekommen, obwohl ihr euch das vielleicht gefragt habt. Das war so. Das sollte so sein. Hier denkt man sich wirklich so, was war ich für ein Knuspervogel, ja? Warum habe ich das nicht erkannt? Aber man befestigt damit, man hat es erkannt, warum du genau zu diesem Zeitpunkt reinkamst. Was einem vielleicht zu viel war, ja? Jetzt, heute mittlerweile versteht man, warum du hier reingekommen bist in das Leben deines Gegenübers. Es war ein Wink mit dem Schicksal. Kommt Zeit, kommt Rat. Mit D oder T. Alles ging in Bewegung, als du diesen Menschen in dieser schwierigen Zeit getroffen hast. Das sollte einen Sinn ergeben. Das hat auch einen Sinn ergeben. Ey, Cassie, kannst du mal meine Nagelschablonen da lassen? Jetzt knabbert die da meine Nagelschablonen an. Hallo? Guckt sie mich an, macht weiter. Man konnte sich, als du in das Leben getreten bist, auch wieder selbst finden und lieben. Zumindest für kurze Zeit, ja? Du hast diesen Menschen auch sehr glücklich erleben können. Alle müssen hier wegspringen, die wirklich so einen Menschen hatten, der wirklich komplett mental down war. Nein, man erinnert sich, selbst bei den tiefsten Problemen hast du es geschafft, diesen Menschen, als du in das Leben getreten bist, wirklich sehr viel Energie zu geben, sich zumindest an Momente zu erinnern, dass man sich selbst lieben darf, kann und soll. Ja, das hat man verstanden, das ist einem bewusst. Bei diesen Menschen wird bis jetzt keine Person mehr reingekommen sein, die das übernehmen kann wie du. Viele denken ja immer, es kann ersetzt werden oder es ist alles ersetzbar. Natürlich, aber niemals auf, wenn wir jetzt nicht gerade geklont sind, auf die gleiche Art und Weise, ja. Also identisch könnte es nicht sein. Hier liegt jemand, der sich daran erinnert. Du bist auch in das Leben deines Gegenübers gekommen, um hier aufzudecken, was wirklich eine wahre Verbindung bedeutet, ja. Lügen, Trug, Betrug hat nichts mit einer Verbindung zu tun, ja. Du hast bei deinem Gegenüber hier sehr viele Fehler mitbekommen, sehr viele Fehler gesehen. Hier hat dein Gegenüber auch sehr viele Fehler gelassen, vielleicht auch hinterm Rücken geredet, dir Sachen nicht so gesagt, wie sie wirklich waren. Und du hast als Lehre in diesem Prozess hinterlassen, was deinem Gegenüber bewusst wird, das kann ich nicht mit einem Menschen abziehen,
der mir so viel Stabilität gegeben hat wie du, ja? Du hast hier deinem Gegenüber gezeigt, was nicht zu einer Verbindung gehört. Sich selbst betrügen, sich selbst das Leben schwer machen und gleichzeitig auch das Leben von dir zerhauen oder kaputtstückeln, ja? Wo sagen wir denn hier Danke, dass du mich geerdet hast, ja? Danke, dass du mir gezeigt hast, dass man sich erden muss, dass man etwas tun muss, um in Veränderung zu gehen. Du bist also wirklich die geerdete Person, die man hier hatte. Und das war wahrscheinlich nach eurer Trennung nicht mehr möglich, weil du ja die Münzenergie, die Erdung zum größten Teil mitgenommen hast, ja? Die du vorher in dieser Verbindung immer übernommen hast. Du hast diesen Menschen wahrscheinlich sehr viel Mut ausgesprochen. Wir schaffen das schon, ja, so nach dem Motto, du musst nur machen, du musst nur wollen. Das hat aber hier dazwischen gegrätscht, ja, oder war auch drin. Wir gucken mal, was es sein kann mit 10 der Schwerter. Hupala. Man hätte gerne gehabt, ja, man hatte schon schöne Visionen. Man konnte sich damit aber nicht anfreunden. Man hat sehr viel mit Kommunikation kaputt gemacht. Guckt mal hier, das hier liegt eine große Enttäuschung, ja, auf 10 der Schwerter, dieses hier. In diesem Zustand musst du dein Gegenüber hier schon so getroffen haben, also vorgefunden haben. Vielleicht kennst du auch das Leid deines Gegenübers. Und man hat sich immer gewünscht, eine Erfüllung leben zu dürfen. Aber durch die ganzen Niederschläge oder dieses Ganze, was hier noch so zum Verhängnis wurde oder zum Verhängnis war, hat man sich hier unbeabsichtigt entschlossen, das Ganze auf Eis zu legen oder konnte es nicht mehr fühlen, wie auch immer, ja. Man hat sich hier emotional so ein bisschen getrennt, ob man jetzt emotional sich komplett getrennt hat, bezweifle ich, sonst würde man heute nicht so über dich denken. Aber man versteht, dass diese Zeit einfach wahrscheinlich sehr falsch war, ja. Diese Zeit war einfach falsch und man hat deswegen auch sehr, vielleicht immer auch total gegensätzlich reagiert, ja? Du hast dir vielleicht Sätze an den Kopf geknallt bekommen oder gehört, wo du gedacht hast, kann doch gar nicht sein, stimmt doch nicht. Ein sehr forscher Mensch, der von sich komplett überzeugt war, ja? Der hier auch, ja, der sich glaubt, was er sagt, ist ja auch Normalfall schön, aber auch sehr hart mit sich selbst umging, ja. Nicht gerade wirklich die feine englische Art, nichts Weiches. Ich kann das nicht und basta, ja, so ungefähr. Wir gucken mal in der Tendenz bei deinem Gegenüber. Wir haben 2 der Münzen. Ja, für welchen Weg entscheide ich mich jetzt? Vaterthema könnte aufgearbeitet werden. Oder ich entscheide mich jetzt erstmal für mich. Ja, wir haben hier eine Widderenergie. Ich ziehe jetzt erstmal meins durch, damit ich hier von diesem wankelnden Prozess wegkomme. Hier macht dein Gegenüber irgendwas durch. Sollte auch kein Mitleid klatschen, aber hier macht dein Gegenüber etwas durch, was einen immer hin und her überlegen lässt. Ja, immer wieder schwankt man. Entweder hat man immer getan, als würde man was durchziehen und du hast genau das gesehen, es wurde nicht durchgezogen. Aber jetzt nimmt man nochmal so den vollen Anlauf und sagt sich, nein, ich ziehe das jetzt durch, ja, auf meine Kosten, komme was wolle. Ich bleibe jetzt standhaft hart. Ich löse hier eine Situation auf, die immer nur in Unsicherheit liegt oder die mir keine Stabilität gibt. Ich beende jetzt meinen Prozess, ja, hier haben wir den Tod auch nochmal. Ich beende jetzt diesen Prozess, wo ich drinstecke. Es gibt hier kein Hin und Her mehr für mich. Es ist beschlossen, ja? Ich muss stärker werden. Ich muss das leben, was ich möchte. Ich muss mich vor anderen schützen, wie auch immer. Oder es muss ja das Thema angegangen werden mit meinem Vaterproblem. Eventuell auch Ego runterschrauben, ja? Denn die Weiche hast du mir reingebracht. Man muss nicht hart agieren oder hart dominieren, um hier der Gewinner zu sein oder zu denken, dass man etwas alleine schaffen würde. Ich brauche diese Energie, ich brauche diese Lebensfreude zurück. Da wird dein Gegenüber wieder reinkommen, ja? Guckt mal,
Königin der Münzen wart ihr. Auch hier wieder danke fürs Zeigen. Ich würde gerne und weiß, dass du mir mit diesem Gefühl mehr gegeben hast, als du dir vorstellen kannst, ja? Weil durch dich wurde ich letzten Endes wieder geerdet und das passiert hier in der Tendenz. Du hast irgendwie Erdungsenergien dagelassen. Wenn das auch spät fruchtet, aber dieser Mensch versteht, ich muss etwas tun, denn diese Situation hat uns wahrscheinlich auseinandergetrieben, ja? Entweder eine Dreierkonstellation oder ich kann mich nicht entscheiden oder eine Schwere. Ich entscheide mich dafür, hier anzugehen oder hier gegen anzugehen. Ich mache, ich tue, um aus dieser Schwere rauszukommen. Das ist schon fast so wie ein Versprechen, ja? Weil man sich ja selbst hinterfragt und merkt, shit, wo bist du, ja? Aber wirklich, shit, wo bist du? Kommst du nochmal wieder? Hier liegt man in der Überlegung, ob es wirklich nochmal was werden könnte. Ob man so eine Person wie dich nochmal trifft. Shit, wo bist du, ja? Was kommt auf mich zu? Werde ich jemals so eine wundervolle Person nochmal treffen? Denn es liegt ja in der Vergangenheit. Und wenn die Zeit hier schon zwischen euch ein bisschen länger andauert, dann wird man merken, ich komme hier eigentlich aus dieser Vergangenheit sehr schwer raus, ja? Ich muss lernen, vorausschauend zu denken, aber irgendwie suche ich öfter nach dir. Oder gucke und schaue öfter nach dir. Auch wenn es sich blöd anhört. Aber ich denke ganz oft an dich, ja? Alles, was hier in der Vergangenheit liegt. Eure Verbindungskarte, ihr Lieben. Welche Energie verbindet euch gemeinsam? Die Leichtigkeit oder die Kindheit generell, ja? Vielleicht habt ihr euch beide aufzeigen können, was ist schiefgelaufen in der Verbindung in Sachen Kindheitsthemen, Traumata. Habt ihr Kinder? Irgendeine Verbindung liegt hier vor, ja? Das verbindet euch. Ist da irgendwie süß. Süß. Davon könnt ihr euch auch nichts kaufen. Aber das, was du mitgenommen hast, ist die Münzenergie, ja? Die Erdung. Dieser Mensch, seitdem du weg bist, konnte sich nicht mehr halten, ja? Hat den Boden unter den Füßen verloren. Auch du musst es dafür nicht immer beweismäßig sehen. Weil niemand schießt ein Foto, der darauf heult und stellt es irgendwo ins Internet. Das sind ja auch immer so die Sachen, wo ich mir denke, sag mal, seid ihr blöde oder so? Nee, der hat ja voll gelacht. Wie schnell ist ein lachendes Foto fertig, ja? Also ihr müsst hier immer wirklich auf eure Situation bedenken. Das sind ja meistens auch die, von außen kommen. Ey, hast du schon gesehen, der oder die ist wieder voll glücklich. Nichts erkennt man auf dem Foto. Das ist eine Momentaufnahme, die zeigt keine Energie. Höchstens für Auraleser oder es zeigt schon sehr viel Energie, aber nicht von denen, die dann versuchen, hier, guck mal, der hat wieder eine neue oder die hat wieder einen neuen. Es ist völlig egal, was auf diesem Foto existiert, ja, weil da kann alles manipuliert sein, das meine ich. Wir haben hier das, was euch ganz stark verbindet, ja, die Liebe und Partnerschaft im siebten Haus. Und für mich passt diese Legung auch, dass dein Gegenüber hier gerade reinkommt in tiefer Sehnsucht, in tiefer Verbundenheit zu dir trotzdem. Auch wenn du deinen Weg hier neu gehen solltest, aber es besteht ja oftmals die Möglichkeit, dass man sich doch noch ausspricht, austauscht. Jeder so seine Phase brauchte zum Ausheilen. Natürlich nicht, wenn du das nicht willst. Aber die Energie ist hier so fließend, ja, die auch bei deinem Gegenüber hier dafür sorgt, dass man sich bewusst ist, dass man sein Liebesglück getreten und weggeschmissen hat, ja. Und auch wenn du darunter gelitten hast, war es für dich auch eine Lehre. Es war hier nicht sinnlos, dass hier irgendwas weggebrochen ist. Weil zu dieser Zeit, ohne diesen Wegbruch, ohne dieses Ende, wäre es dazu nicht gekommen, dass man so denkt und weiß, was man an dir so doll geschätzt hat, ja? Diese Tiefgründigkeit wahrscheinlich zwischen euch beiden. Und ihr braucht liebende Partner, ihr braucht liebende Partnerschaften. Mit echter Liebe, mit echter Erfüllung, wo gemeinsam Menschen so denken, ja, die verbunden sind mit einem selbst und mit dem anderen natürlich auch. Mit einer Leichtigkeit, dass man es leben darf, ohne Schwere. Also das ist sehr, sehr schön, ja? Richtig schön. Wir fragen mal zum Abschluss die Engelbotschaften nochmal, die das Ganze abrunden. Was haben wir vorliegen? Spring, mein Kind, spring. Nichts tun. Ja, bei euch war es
ein Knoten, den ihr beide gelöst habt, ja? Einfach nichts tun. Es wird so kommen, wie es kommen soll. Gehören zwei Menschen zusammen, dann wird es passend gemacht. Aber auf Krampf und Teufel komm raus, bringt sie nichts, ja? Hätte ich mich eher melden sollen? Nein, es kommt ja auf dieses Nichtstun an. Wahrscheinlich kommt es dann erst in Wirkung, ja, dass sich jeder bewusst wird, wie man vielleicht die nächste Partnerschaft auch ehrt, sieht und fühlt. Aber momentan liegt dein Gegenüber hier wirklich in einer Situation, wo man aufgezeigt bekommt, was man hätte haben können und was man getreten hat, ja. Aufgrund dieser ganzen Baustellen, die man mit reingebracht hat. Also hier haben wir jemand Leidenden, der sehr viel von dir mitgenommen hat und lernen durfte. Und du bist jemand, der fördert sich gerade extrem in seiner alten Energie, was er mitgebracht hat und was dieser Mensch auch weiß, ja? Du wächst hier wieder selbst an dir. Du hast die Erdung überhaupt nicht verloren, aber du lenkst sie einfach anders, ja? Das ist eigentlich wunderschön für dich. Und trotzdem denkt man sehr oft an dich, hilft dir vielleicht nicht viel, aber du hast sehr viel hinterlassen, ja? Womit dein Gegenüber hier natürlich auch erstmal klarkommen muss. Es ist eine Vergangenheitsreise, die man hier durchmacht aktuell. Und du wirst ja merken, wenn du dafür bereit bist oder dazu bereit bist irgendwann, ob da etwas kommt oder ob du Sachen fühlst oder träumst oder wie auch immer die Zeichen siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass hier irgendwas wirklich für dich bestimmt war und einfach auch in diesem Moment gilt, ja, dass dieser Prozess hier gerade aufgearbeitet wird. Nichts tun, beide. Nichts tun. Schon wieder astral. Hatten wir gestern mit der 3. Caution needed. Deswegen auch nichts tun. Sobald du hier irgendwie eine Energie reingibst, ja, ist wahrscheinlich wieder Vorsicht geboten. Sobald jemand hier gerade handeln würde, wäre die Energie wieder so verschoben, dass jeder wieder vielleicht auf sein Krankheitsego zurückfällt. Es ist momentan so, wie es gerade ist, absolut okay. Ja, da sollte jetzt nicht manipuliert werden. Gerade auch mit dem Magier gut zu sehen. Die Manipulation an sich, um hier Antworten, Fragen oder ein Treffen auszurichten, ist oder wäre ungünstig, weil das dann alles zerstört wird. Hier liegt jemand wirklich, solange wie du nichts tust oder auch nichts mehr machen kannst, in seiner vollen Energie drin, alles zu verstehen. Ja, hier wird alles aktiviert. Astralreise. Auch sehr viel mit Universum, ja. Man lässt sich hier fast lenken, man lässt sich hier fast drauf ein, sich lenken zu lassen oder die Energie auch aufzunehmen, wie auch immer, ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber man macht eben auch einfach nichts, weil man wahrscheinlich selbst auch Angst hätte, in diesem Moment alles falsch zu machen. Man lässt sich hier wirklich lenken, ja? Weil, sobald man hier, wie gesagt, eingreift, würde hier irgendwas schiefgehen und passieren. Bei dir, dann würde dein Leid vielleicht noch länger dauern. Bei deinem Gegenüber, man würde hier diese Heilungs- oder diesen Heilungsprozess Demenz stören, ja? Also deswegen nichts tun. Es ist alles so, wie es sein sollte, soll es sein, ja? Damit ihr beide hier fein rauskommt oder beide fein reinkommt, ja, wie auch immer. Ich bin davon überzeugt und ich habe es auch bis jetzt fast überall gehabt. Man sieht sich immer zweimal im Leben, ja? Und gerade dann, das glaubt mir kein Schwein, auch gerade dann, wenn es überhaupt nicht möglich sein kann. Wenn du denkst, du wirst nicht gesehen, oder ist unmöglich, na gerade dann, ja, das können andere Länder sein, das können andere Zeiten sein, wo du dir 100% sicher bist, wir können uns gar nicht sehen. Vergiss es. Es ist alles, die Theorie ist völlig ausgelatscht, ja, gerade dann. Gerade dann, wenn man versucht, nicht gesehen zu werden, wirst du gesehen, ja. Also jetzt rennt mir bloß nicht um nachts um 4 auf den Straßen rum, ja, da kannst du ja alleine laufen, in der Hoffnung, dass du gesehen wirst. Nein, es ist auch so dieses Nichtstun einfach, ja, lass es auf dich zukommen, es wird so laufen, wie es für dich bestimmt sein soll. So,
Qigong. Ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und ja, weiter schön in der Erdung bleiben, wenn ihr euch hier angesprochen gefühlt habt heute, ja? Tschüssi, ihr Lieben.